Herzlich willkommen zur ersten Folge von Europa Universalis 4. In dieser Folge bespreche ich, welche Nation und warum wir diese Nation nehmen. Ich teile ein paar Gedanken zu Paradox und Europa Universalis selbst. Dazu spreche ich mit euch über die Struktur dieses Let's Plays und den Grund, warum es das jetzt überhaupt gibt. Des Weiteren lese ich den Prolog und wir schauen uns schon mal die Anfangssituation, in der wir uns befinden, zu Spielbeginn befinden, an und wählen unsere Rivalen. Echtes Gameplay wirst du dann in der nächsten Folge schauen können. Interessiert dich nur das? Schau dir also dann dieses Let's Play ab der nächsten Folge an. Ansonsten die echten B-Seiten-Gamer schauen natürlich auch diese Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Ja, warum spiele ich dieses Let's Play? Wie spiele ich dieses Let's Play? Und wo soll hier eigentlich die Reise hingehen? Warum spielt der Basti überhaupt mal wieder Europa Universalis 4? Denn ich hatte wirklich eine Überdosis von diesem Spiel einfach und ja, das führte dazu, dass ich meine Tutorial-Reihe nicht fertig gemacht habe, und da fehlt ein ganz, ganz wichtiger Schlussstein. Das ist der Krieg. Das ist eigentlich ein sehr zentrales und sehr wichtiges Thema, und das würde ich gerne fertigstellen, das Let's Play, das Tutorial, entschuldigt bitte. Und dazu hat ein Community-Mitglied noch angeregt, den Namen weiß ich jetzt leider nicht, dass es auch ganz geil wäre, eine Folge über Kolonien zu machen. Das finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee. Das möchte ich dann auch noch nachliefern, und um da eine gute Arbeit machen zu können, muss ich mich einfach in dieses Spiel, was ich jetzt, ich glaube, 2 Jahre oder so, nicht mehr gespielt habe, weil ich einfach die Faxen dicke hatte von verschiedenen Problemen, die dieses Spiel in meinen Augen hat, und vor allen Dingen die DLC-Politik. Ihr seht aber trotzdem, habe ich alle DLCs. Ich habe jetzt das letzte DLC, was ich hochinteressant finde, was ich aber noch gar nicht gespielt habe. Also ich spiele dieses DLC jetzt blind und bin auch ganz schön eingerostet, was Europa Universalis 4 angeht. Von daher hoffe ich sehr auf eure Mitarbeit. Also wenn ihr Tipps habt, Tricks, Ideen, Anmerkungen, Strategien, was auch immer, wenn ich was übersehe, sehr, sehr gerne postet das in den Kommentaren. Da lernen, glaube ich, auch der ein oder andere lernt da auch noch was aus der Community. Sowas finde ich immer eine feine Sache. Gerade bei so einem komplexen Spiel mag ich da eigentlich solche Diskussionen in den Kommentaren sehr gerne. Die beiden, die jetzt hieß, die hatte ich übersprungen, also die hatte ich mir nicht geholt. Die habe ich jetzt aber im Zuge des Sales hier mit Release dann gleich mitgekauft. Das kostet dann ja nicht viel. Von daher, ja, habe ich jetzt alle DLCs. Es gibt jetzt ein Abo-Modell, habe ich gesehen, von Europa Universalis 4, 4,99 pro Monat. Da würde mich mal interessieren, was haltet ihr davon? Ist es eine nette Alternative, anstatt jetzt hier 380 Euro oder ich weiß nicht, was ist aktuell im Bundle ohne Sale jetzt, sage ich mal, ja, ich glaube 400 Euro, sind wir schon über die 400 Euro für das Komplettspiel, was ich total affig finde, oder ist es irgendwie toll, dann hier irgendwie ein Abo zu nehmen? Ich weiß nicht, also ein Abo finde ich, ich nehme jetzt mal World of Warcraft als Beispiel, ja, wenn ich mir das Basisspiel kaufe, habe ich, glaube ich, alle, verbessert mich, wenn ich das jetzt falsch im Kopf habe, glaube ich, habe ich alle Erweiterungen mit dabei, außer die neueste. So, die neueste muss ich dann kaufen. Ist es nicht? Ja, ich glaube ja. Und dann habe ich natürlich noch die 12,99 € an Abo-Gebühren. Aber ich habe auch einmal die Woche werden Server gewartet, ja, Events und bla 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 halt, ja. Also da wird ja ständig auch, sitzt permanent ein Team dahinter, die Server verwalten, ja. Also Server muss ja auch betrieben werden, das kostet Strom, das kostet Gebäudemiete, die sind ja extrem groß auch, denke ich mal, die Server und so weiter. Also das sehe ich irgendwie als sinnvoll an, ein lebendiges Spiel sozusagen als MMO. Ob das jetzt 12,99 € sein müssen oder wie auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt, ja. Aber ein Vollpreistitel als Abo-Modell,
wo ich dann im Abo DLCs drin habe. Wie alt ist Conquest of Paradise? Ja, 5 Jahre älter? 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre? Ich weiß nicht, von wann ist das? 2012, 2014? Also, ich finde, Paradox sollte alles bis auf die letzten 3 DLCs ins Basisspiel mit einweben. Und das hier zum, weiß nicht, Preis von 20 Euro oder so verkaufen. Und so, das fände ich ein faires, einsteigerfreundliches Modell. Ja, ob man jetzt von einem Schüler, der vielleicht, ja, weiß ich nicht, ja. Also wollen ja vielleicht auch irgendwie Leute, die noch zur Schule gehen, die Student sind oder so, ob man da jetzt 4,99 Abo, nachdem sie sich ja einen Vollpreistitel gekauft haben. Ich weiß nicht. Also auch da bitte mal in die Kommentare. Interessiert mich mal, wie ihr das findet, dass Paradox jetzt hier so ein Abo-Modell aus einem Vollpreisspiel, was ja keinen Support hat in dem Sinne, ja. Also klar gibt es mal einen Patch, aber das gibt es bei jedem anderen Spiel halt auch. Also würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ich sehe es ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ich sehe auch dieses DLC-Modell kritisch. Ich glaube, das ist aber die Reaktion jetzt hier von Paradox auf diesen Shitstorm halt irgendwie, den die Community immer mal wieder ablässt, wegen dieser DLC-Politik. Okay. Faden wieder kriegen. Ja, genau. Also, es geht jetzt hier darum, mich wieder warm zu spielen. Also, ich bin echt eingerostet, aber ich denke mal, ich fuchs mich da rein. Aber diese 3 DLCs kenne ich jetzt gar nicht. Vor allen Dingen, das ist jetzt natürlich hochinteressant, ja. Europäische Missionsbäume, super. Ich bin jemand, der spielt auch nur Europa. Ich spiele bei Europa Universalis auch nur Europa. Mich interessiert Indien nicht, mich interessieren irgendwelche Indianer nicht, mich interessiert sogar Japan nicht, obwohl ich eigentlich ein Freund der alten japanischen Kultur bin und so, finde ich super interessant, aber in Europa Universalis finde ich das irgendwie unsinnig. Ja, also Russland ist so das höchste der Gefühle, ansonsten eigentlich so Spanien, England sind so die Außengrenzen, sage ich mal, von meiner Spielwelt hier. Deswegen europäische Missionsbäume, super, er nennt Kardinäle, hochinteressant. Ja, also das ganze Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, auch diese ganze Papstkiste, fand ich bisweilen nicht so geil. Das Heilige Römische Reich hat sich auch immer im Laufe des Spiels, wie ging es euch, hat sich immer abgeschafft, ja. Also die ganzen Fürsten und Kurfürsten, die wurden immer weniger und irgendwie hat das dann irgendwie alles immer gar nicht mehr funktioniert, ja, mit diesen, wie hieß das noch, Reichserlassen oder so, ja, weil man einfach nicht mehr genug Typis da hat oder so. Also es war irgendwie, jedenfalls in meiner Erinnerung, ist das irgendwie so mein Empfinden, dass das alles nie richtig funktioniert hat. Und das gilt es jetzt auch mal hier zu prüfen, ist das Heilige Römische Reich denn jetzt so wichtig und mächtig und geil auch, wie es denn damals auch irgendwie war, ja. Das war ja ein ganz zentraler Punkt der europäischen Geschichte, ja, wo unheimlich viel passiert wäre. Und das hängt alles unheimlich eng zusammen. Religion, ja, Papst und eben die ganzen Fürsten und so. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, zocke ich jetzt blind an. Päpstliche Bullen, päpstlicher Zehnt, Konzil von Trient, super. Reichsvorfälle, bin ich gespannt, was das ist, ja. War Adolf Hitler ein Reichsvorfall vielleicht, ja? So, irgendwie. Nee, Quatsch, aber ja, also was ist ein Reichsvorfall? Das konnte ich mir jetzt irgendwie nicht verkneifen. Neue Reichsreformen. Revolutionseifer, da ist natürlich dann Frankreich hier interessant. Ich finde übrigens dieses Feature sehr schön, dass man hier die DLCs anklicken kann und man dann ihre Nationen noch vorgeschlagen bekommt, um dieses DLC zu genießen. Revolutionszentren, das wird so wie die Konvertierungszentren, heißt so Konvertation, Gott, ihr wisst, was ich meine. So, mehrere Stufen für den Verteidiger des Glaubens. Ja, ich sehe schon, wie Draconius macht da wieder seine Sprüche. Sehe ich schon wieder kommen. Hussitische Kirchenaspekte, was auch immer Hussitisch. Hussiten sind wahrscheinlich dann, ne? Hegemonien. Sehr schön. Auch da bin ich habe ich noch ein Fragezeichen im Kopf, was das ist. Gut, den Text lese ich jetzt mal nicht vor. Dann ist jetzt die Frage, was spielt man jetzt? Kirchenstaat möchte ich nicht. Österreich finde ich unsympathisch. Falls jetzt österreichische Zuschauer hier zuschauen, ich finde Österreich als real existierendes Land
höchst interessant, ja, finde ich total klasse. Ich mag Österreicher total gerne und Österreich ist mir wirklich eines meiner liebsten Nachbarn, wobei ich finde, Deutschland hat wirklich tolle Nachbarn, ja. Aber hier im Spiel finde ich Österreich nicht so schön zu spielen. Ich mag es auch nicht, der Kaiser von Anfang an zu sein. Ich will lieber der Kaiser werden. Ja, Frankreich fände ich total interessant wegen der Revolution, aber ich habe keinen Bock auf Kolonien. Gut, könnte man auch sein lassen, aber irgendwie geht es dann auch nicht. Böhmen hätte mich tatsächlich interessiert. Ich spiele tatsächlich aber dieses Spiel, dieses Let's Play jetzt, ja, um Militär vor allen Dingen hier ein bisschen mir ins Gedächtnis zu rufen. Und da ist leider, ich weiß, ich habe schon mal ein Let's Play zu Brandenburg gemacht und es gibt haufenweise Brandenburg-Let's Plays. Ich weiß. Aber ein echter B-Seiten-Gamer guckt ja sowieso keinen anderen Kanal. von daher braucht mich das auch nicht zu interessieren, wie viel Brandenburg-Let's Plays es hier gibt. Und ich habe es auch schon mal gemacht, bin aber auch grandios gescheitert. Ich habe echt lange überlegt und ihr habt mir gesagt, ich soll doch spielen, worauf ich Lust habe. Und ich habe nun mal nur Lust auf Brandenburg. Wie strukturieren wir jetzt, denn hier sind hier so viele militärischen Ideen, von daher möchte ich einfach Brandenburg spielen und Kaiser will ich nicht. Und Böhmen, ja, Böhmen hätte mich tatsächlich auch interessiert, aber nee, wir spielen Brandenburg. So. Wer jetzt hier rumgähnt und sagt, das ist schon mit der Brandenburg, der hat Pech gehabt. Normaler Modus. Ja, normaler Modus, damit ich hier cheaten kann für das Let's Play. nein, das wird natürlich nicht gemacht. So, wie strukturieren wir jetzt das? Ich habe jetzt die Optionen gar nicht überprüft, aber das sollte eigentlich alles okay sein, glaube ich. Wie strukturieren wir jetzt dieses Let's Play? Der gute Montfort hat eine ziemlich geile Idee hier in den Ring geworfen. Sagt man das so? Eigentlich nicht so richtig, ne? Und zwar, ich werde das in Staffeln strukturieren. Die erste Staffel dieses Let's Plays wird 10 Folgen umfassen und dann schauen wir mal weiter, wie es dann weiterläuft. Und alle 10 Folgen werden wir dann mal überprüfen, ob dieses Let's Play hier weitergeführt wird oder ob die Paradox-KI mich schon wieder so weit entnervt hat, dass es eingestellt wird. Aber so könnt ihr euch das irgendwie vorstellen. Auch da gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Brandenburg, Kurfürstentum 1444. Die Vergangenheit der Mark Brandenburg war ein trauriger Zustand. Mit unfruchtbaren Böden, Sümpfen und der wilden Natur ist Brandenburg nicht das reichste Land des Heiligen Römischen Reiches und wurde unter der Herrschaft der Wittelsbacher und Luxemburger als Quelle schnellen Einkommens benutzt. Mit dem Aufstieg der Hohenzollern-Dynastie ändern sich die Dinge langsam. Friedrich I. verbrachte seine ganze Herrschaft damit, den Einfluss brandenburgischer Stände zu verringern, kämpfte gegen die herrschende Gesetzlosigkeit und schickte seine Armee gegen die vielen Burgen der Raubritter, die lange Zeit freie Herrschaft über die Region hatten. Friedrich II., der Eiserne, kam ganz nach seinem Vater und nahm seine Politik an, die dazu bestimmt war, die Macht lokaler Machthaber und gieriger Bürger zu zerschlagen. Er hat außerdem seine Fühler Richtung Deutscher Orden ausgestreckt, mit dem Ziel, Neumark, einen ursprünglichen Teil Brandenburgs, der von seinen Vorgängern verpfändet wurde, wiederzuerlangen. Die Schwierigkeit, die Staatsgewalt auszuüben, wurde kürzlich in der Kalmarer Union der Königreiche Dänemark, Schweden und Norwegen gesehen, wo der König versucht hat, ähnliche Ziele zu erreichen und schließlich von einem bayerischen König der Wittelsbacher Dynastie ersetzt wurde. Wenn Brandenburg zu einem langlebigen Staat gemacht werden soll, muss es vereint bleiben und solch ein Gezanke, wie es die gewählten Wettin aus Sachsen im Süden haben, verhindern. Die nahen Königreiche Polen und Böhmen sind in 1444 einerseits als Folge des gescheiterten Kreuzzugs von Varna gegen das Osmanische Reich und andererseits aus Ablehnung des habsburgischen Thronfolgers Ladislaus Postumus. Ist das der aus Kingdom Come Deliverance? Kann es sein? Durch den böhmischen Adel beide ohne Herrscher. Wenn
Auch wenn sich die böhmischen Ländereien noch nicht von den Hussitenkriegen der letzten Jahrzehnte erholt haben, bleiben die ketzerischen Hussiten weiterhin ein starker Faktor der böhmischen Politik und machen das Königreich für all seine Nachbarn, darunter auch Brandenburg, besorgniserregend. Ja, ich finde Brandenburg einfach wirklich eine unheimlich spannende Nation. Von daher ist es mir das letzte Mal nicht gelungen, Preußen zu gründen. Und da möchte ich gerne hin. Mal gucken, ob wir so weit zocken. So, Religion. Der katholische Glaube gibt folgende Modifikation. Toleranz plus 1 und Toleranz, also Toleranz wahrer Glaube plus 1, Toleranz Heretiker minus 1. So, da werden jetzt die ganzen Erinnerungen im Gehirn wieder reanimiert. Katholische Nationen können mit dem Papsttum interagieren, indem sie mit der Zeit Papsteinfluss sammeln. Einfluss kann entweder benutzt werden, um Kontrolleur der Kurie zu werden oder um ein Vatikan gefallen zu erhalten, genau sozusagen ein Buff. Sobald die Kolonisation der neuen Welt beginnt, kann das Papsttum begünstigte Nationen, koloniale Regionen zuweisen, die allen katholischen Nationen Strafe auferlegen, die dort kolonisieren. Ah, ist das auch für uns relevant? Wahrscheinlich nicht. In früheren Epochen ist der Großteil der christlichen Welt katholisch. Mit der Zeit baut sich aber als Ereignis gesammelter Interaktionen katholischer Herrscher der Wunsch nach Reformen auf. Blablabla. Okay. Regierung. Die Regierungsform Kurfürstentum ist eine Monarchie. Dies bedeutet, dass der Herrscher auf Lebenszeit regiert und seine Nachfolge davon abhängig, dass ein Thronfolger vorhanden ist. Thronfolger können entweder mit der Zeit generiert werden oder durch bestimmte Entscheidungen bei Events. Okay, wenn der Monarch stirbt, bevor der Erbe das Erwachsenenalter erreicht hat, wird ein Regentschaftsrat die Herrschaft vorübergehend übernehmen. Wenn ich jetzt hier raufgehe, sieht man dann da was? Oder kann ich hier raufklicken? Nee. Was es für diese Zeitspanne unmöglich macht, Kriege zu erklären. Aha, Monarchien. Haben außerdem Kaffeegemahlen oder was? Die entweder durch Staatsehen-Events oder dann erhalten werden können, wenn ein Thronfolger erschaffen wird. Ein Gemahl wird anstelle des Regentschaftsrates herrschen, bis der Thronfolger erwachsen ist. Okay. Eure Regierung wird durch die Stände in eurem Reich gestützt. Dies können von Land zu Land unterschiedlich sein. Stellen jedoch mächtige Interessengruppen dar, die euch starke Vorteile bringen können, solange sie loyal und einflussreich sind. Ein Stand kann allerdings auch ein großes Hindernis sein, wenn er illoyal oder zu einflussreich ist. Ich erinnere mich, Einfluss und Loyalität können durch Entscheidungen in Ereignissen verändert werden oder indem ihr ihnen einen größeren Anteil eurer Kronländer gewährt. Ich erinnere mich. Alle Regierungen haben Regierungsformen. Diese Reformen fügen einer Regierung im Lauf eines Spiels allmählich markante Boni hinzu. Reformen werden durch die Anhäufung von Reformen Fortschrittspunkten. Das ist mir jetzt, glaube ich, noch neu, aber vielleicht verpeile ich es auch noch. Die passiv erlangt werden, abhängig von Durchschnittsautonomien oder. Ah, nee, oder? Das kenne ich, glaube ich, doch schon. Regionen. Europa ist die Heimat des Heiligen Römischen Reiches, einem riesigen, aber weitgehend geteilten Reich, das die deutschen und norditalienischen Regionen dominiert. Nach dem Tod eines Kaisers wählen die Kurfürsten einen Ersatz, mein Hund schläft gerade und streckt sich. Sorry. Wählen Kurfürsten einen Ersatz. Dabei kann ein Mitglied nur Kurfürst werden, indem es von derzeitigen Kaiser dazu ernannt wird oder den Status erbt. Aha. Länder im Heiligen Römischen Reich ist eine eigene Diplomatie gestattet und sie können auch eigene Untertanen haben. Der Kaiser ist verpflichtet, sie vor äußeren Feinden zu schützen, kann aber auch unrechtmäßiges Territorium innerhalb des Reiches zurückfordern. Ja, und ich finde, das hat in der Vergangenheit immer nicht so ganz gut funktioniert. Mal gucken, ob das jetzt besser geht, wenn wir Kaiser sind. Auch wenn die Autorität derzeit niedrig ist, kann sich dies ändern, falls der Kaiser seine Macht durch Reichsreformen erhöhen kann. Der Kaiser kann Republiken, die nicht größer als eine Provinz sind, den Status einer Reichsstadt gewähren. Aha.
Diese Staaten genießen den Schutz des Kaisers und erhöhen die Reichsautorität und das Steuereinkommen. Sollte eine Reichsstadt eine zweite Provinz erwerben, wird sie ihren Status verlieren. Ach, interessant. Okay. Norditalien ist technisch gesehen ebenfalls Teil des Heiligen Römischen Reiches, doch die Region entzieht sich schon lange der kaiserlichen Kontrolle. Wenn der Kaiser seine Kontrolle über Italien in den nächsten Jahrzehnten nicht stärkt, werden die italienischen Staaten als unabhängig vom Reich betrachtet werden. Uiuiui. Okay, interessant. Ja, ich hoffe, es ist okay, dass wir jetzt hier so langsam in das Spiel einsteigen. Wir werden es jetzt auch in der Folge, bevor wir Play machen, machen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, jetzt erstmal einen Überblick verschaffen über die Situation. So, wo waren jetzt Reformen? Ich bin echt ganz schön eingerastet, mein lieber Mann. Deutscher Orden ist klar. Ah, Sachsen, das gefällt mir nicht. Das ist eigentlich ein ganz guter Allianzpartner. Ich werde übrigens auch versuchen, das so ein bisschen rollenspielerisch aufzuziehen. Also ich will hier nicht die Karte anmalen, ne, sondern ich will ein machtbewusster Kurfürst im Heiligen Römischen Reich sein. Es geht nicht darum, ganz Deutschland zu erobern, sondern ich werde auch als Brandenburg agieren. Ich werde jetzt nicht per se versuchen, hier Preußen auf Teufel komm heraus zu bekommen oder irgendwie jetzt so mit einer Glaskugel in die Zukunft gucken und auf irgendwas hinarbeiten, was wir noch gar nicht kennen und solche Sachen, ja, also das ist so ein bisschen auch, ja, Teil oder Konzept dieses Let's Plays oder soll es sein. Also wir haben hier den Deutschen Orden, der uns offensichtlich nicht mag. Da sind wir auch schon Rivaler, Polen, Litauen. Okay, das ist schon mal ganz cool, dass Böhmen hier Meinung von Brandenburg, gleiche Religion, grenzt Disput. Also ich würde gern mit Böhmen mich gut stellen, einfach um hier ein Bollwerk gegen Polen zu bilden. Feinde, osmanisch, Burgund, der hat natürlich seinen Fokus hier Richtung Westen. München, Hessen. Ungarn, Dänemark. Ah ja, okay. Ah, okay, interessant. Polen, Böhmen. Das heißt, wir könnten uns sogar vielleicht mit Polen gut stellen und Böhmen. Das, ne, ja. In Österreich. Okay, so. Da verändert sich das ja, oder? Wenn ich das hier anklicke. Ja, das ist alles okay. Ja, dann würde ich doch sagen, haben die schon ein Bündnis? Waffenruhe. Polen, Litauen. Okay, also wir werden jetzt erstmal die Rivalen erklären. Das ist natürlich der Deutsche Orden. Ganz wie es im Text beschrieben war. Das ist leider Sachsen, muss ich sagen. Mit dem sächsischen Kurfürst hätte ich mich gerne gut gestellt. Mit wem hat er denn so Beef? Mit Brandenburg natürlich. Kein gut mit dem Kaiser.
Ungarn. Okay, also ich würde wirklich sagen, wir tun es hier schnell mit Böhmen zusammen. Das ist ein starker Partner. Und Sachsen wird hier unser zweiter Rivale. Braunschweig. Ne, Braunschweig ist hier. Köln. Na gut. Wenn die Braunschweiger das so wollen, soll es so sein. So, damit haben wir unsere Rivalen. Das verschafft uns natürlich jetzt hier... Naja, das steigt dann der Feind eines Feindes. Das ändert sich monatlich. War das schon immer so? Weiß ich jetzt gar nicht. Und mit Böhmen werden wir ein Bündnis eingehen. Perfekto. Was ist das hier? Wenig Kronland. Aha, na, gucken wir uns gleich an. So. Ah ja, okay. Die haben hier... Was ist das? Golgau. Aha. Ditte. Polen. Naja, die werden ja wahrscheinlich dann bald ins Kernland integriert. Neumark holen werden wir uns zurückholen. Da wird es wahrscheinlich ein Event geben, ne? Im Westen, ne, gibt es ziemlich viel. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wir warten mal ab, mit wem Polen jetzt hier Kippe macht. Wollen wir sein? Mal hier politisch. Ja, okay. Ungarn ist jetzt natürlich ja, ein Problemkind, aber das soll nicht. Deutscher Orden ist auch nochmal interessant. Die haben noch keine Bündnisse. Aragon ist wurscht. Baden. Achso, ist gar nicht sortiert. So. Livionischer Orden, okay. Nun gut, also, ja. Das wird unser Hauptgegner jetzt erstmal sein, ne? Ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Und. Eine Staatsehe machen wir dann natürlich noch. Was wäre das bei der Dynastie-Aktion? Ja, ich muss ja erstmal reinkommen, wie gesagt. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier die Fähnchen nochmal durch. Wenig Kronland. Aha. Was ist das denn? Privilegien hinzufügen. Das kenne ich auch noch nicht. Interessant. Landrechte des Klerus. Regierungslimit plus 100. Papsteinfluss. Ah. Päpstlicher Abgesandter. Aber das kann ich nicht machen, oder was? Weil. Ah, okay. Ach, sehr geil. Das gefällt mir ganz gut. Gewährt diesem Stand dieses Privileg. So, Kronland. Titel verkaufen. Ah. Interessant. Ja, wir sind jetzt eh schon bei 27 Minuten. Ich würde sagen, ich gucke mir das mal offscreen hier ein bisschen an. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare ja, einfach was dazu schreiben hier zu den Ständen, was sich da verändert hat. Das ist, wie gesagt, jetzt irgendwie neu für mich. Finde ich sehr gut. Die Stände fand ich immer so ein bisschen bekloppt. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann ist es auch gleich passiert, ne? Verkauft im Donut. Siehste, kann man jetzt schon wieder
Ich glaube, habe ich über die Stände schon ein Tutorial gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah ja, der Verteidiger des Glaubens. Das sieht jetzt ein bisschen schicker aus. Mhm. Nun gut, ihr Lieben, ich würde sagen, was haben wir denn hier noch? Habt ihr einen freien Beraterplatz? Ja, das werde ich auch mal offscreen dann überlegen. Ja, ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu lang und zu viel Gesabbel, aber ich finde, da kann man die Zeit kann man sich schon mal nehmen und die Texte auch alle vorlesen und so, ja. Ja, das macht man, also wenn ich privat spiele, mache ich das dann eher nicht, aber ich finde, für ein Let's Play gehört sich das irgendwie so und das kostet natürlich Zeit. Also schreibt mir alles in die Kommentare, was euch auf dem Herzen liegt. Ich hoffe, ihr freut euch, dass Europa Universalis hier auf dem Kanal zurück ist. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die ganzen Veränderungen hier im Spiel. Ich habe es jetzt wirklich lange nicht gespielt. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.